Shalom zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serie Inside Reporter MCM Classics. Diesmal geht es um ein Video vom 18. Januar des Jahres 2018, in dem sich einiges um das Erbe Abrahams dreht und das Familienduell im Nahen Osten, da Juden und Araber zumindest physisch denselben Stammvater haben, nämlich Abraham. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich Jesus Christus, der Friedefürst und Sohn des lebendigen Gottes. Amen und Gottes Segen. Shalom zusammen und Salam Aleikum. Wenn wir uns die aktuellen Nachrichten anschauen, dann spielt zurzeit vor allem Israel eine große Rolle, aber auch der Islam ist immer wieder Bestandteil von Diskussionen. Um den Konflikt im Nahen Osten besser zu verstehen, ist es von Vorteil, sich einmal den Stammvater Israels und den Stammvater Ismaels genauer anzuschauen, denn das ist ein und derselbe, nämlich Abraham. Wir wissen, dass Abrahams Frau Sarah zunächst traurig darüber war, dass sie ihrem Mann Abraham kein Kind gebären konnte, weswegen sie ihre ägyptische Magd Hagar darum bat, dem Abraham ein Kind zu gebären, was Hagar auch tat, und den Ismael geboren hat. Über ihn prophezeite ein Engel des Herrn im 1. Buch Mose, Kapitel 16, ab Vers 11 und in Kapitel 21, Vers 20: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und Ismael wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Dieser Ismael ist der Stammvater der Araber und spielt auch im Islam eine wichtige Rolle, denn auch Mohammed war ja ein Araber und somit ein Nachkommen von Ismael, der so wie Mohammed im Koran als Prophet bezeichnet wird. In Sure 4, Vers 16 heißt es: Wir haben dir Offenbarungen eingegeben, ebenso wie früher dem Noah und den Propheten nach ihm: Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen. Laut Koran war Ismael also ein Prophet, doch laut Bibel war das nicht der Fall, im Gegenteil. Nachdem Abrahams Frau Sarah den Isaak gebar, also den zweiten Sohn Abrahams, sah Sarah, dass Hagars Sohn Ismael, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Daraufhin hat Abraham Folgendes getan. So heißt es in Vers 14 weiter: Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben, nämlich Ismael, und schickte sie fort. Obwohl Ismael der Erstgeborene war, hat Abraham den Ismael und seine Mutter Hagar fortgeschickt und enterbte Ismael, der von nun an nicht mehr zum Volk Israel gehörte, sondern sein eigenes Volk ins Leben rief, nämlich das Volk der Araber. Bevor Abraham starb, bekam nämlich sein Sohn Isaak den ganzen Besitz Abrahams, weil Ismael, wie gesagt, enterbt wurde und keinen Anteil mehr am Volk Gottes hatte. Doch auch Ismael sollte einen gewissen Segen von Gott bekommen. So sprach Gott in Genesis 17 ab Vers 20 über Ismael und Isaak: Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten. Ismael sollte also fruchtbar sein und zu einem großen Volk werden, was sich durch die Araber auch erfüllt hat. Außerdem sollte Ismael 12 Fürsten zeugen, so wie auch Israel aus 12 Stämmen besteht. In Apostelgeschichte 7, Vers 8 wird berichtet, dass Abraham den Isaak zeugte, Isaak den Jakob zeugte und Jakob, dessen Name später zu Israel wurde, die 12 Patriarchen Israels gezeugt hat. Deswegen sprach Gott zu Mose im 2. Buch Mose, Kapitel 3, ab Vers 6: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hier ist also keine Rede davon, dass Gott auch der Gott Ismaels sei, weil die Ismaeliter durch Mohammed einen anderen Gott verehren, nämlich Allah. Deswegen wird Ismael im Koran einfach in die Liste der Patriarchen hinzugefügt. In Sure 3, Vers 84 heißt es: Sag, wir glauben an Allah und an das, was als Offenbarung auf uns und was auf Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme herabgesandt worden ist. Doch während Ismael von Abraham fortgeschickt und enterbt wurde, weil Gott seinen Bund mit Isaak fortsetzte, spielt Ismael auch überhaupt gar keine Rolle im Volk Gottes, weil Ismael nicht zum Volk Gottes gehört, sondern sich die Ismaeliter damals, so wie heute die Araber, sogar gegen Israel stellten, auch um das Erstgeburtsrecht zurückzubekommen, das sie allerdings schon lange verloren haben.
In Genesis 22 macht Gott sogar deutlich, dass Isaak der einzige Sohn Abrahams ist. So sprach Gott in Vers 2 zu Abraham: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nämlich Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wir kennen sicher alle diese Prüfung, die Abraham gemeistert hat, indem er bereit gewesen wäre, seinen einzigen Sohn für Gott zu opfern, was allerdings nicht geschehen ist, weil Gott vor 2000 Jahren seinen Sohn für die Menschen opferte, nämlich Jesus Christus. Doch im Islam wird gelehrt, dass Abraham nicht Isaak opfern sollte, sondern Ismael, weil man wie gesagt mit allen Mitteln versucht, das Erstgeburtsrecht, den Segen und den Bund Gottes für sich zu beanspruchen, auch wenn man dafür Lügen erfindet. Nun, Menschen kann man zwar belügen, ohne dass sie es merken, aber Gott kennt unsere Herzen und alle Lügen, die wir über ihn, über sein Wort und über sein Volk verbreiten. Die Söhne von Isaak waren Esau und Jakob. Doch obwohl Esau der Erstgeborene war, ging auch in diesem Fall das Erstgeburtsrecht an Jakob, weil Esau nicht als würdig erachtet wurde, den Bund Gottes fortzusetzen. Und was tat Esau? Esau ging hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat als Frau hinzu, nämlich die Tochter Ismaels. Die Enterbten haben sich also verbündet und stellten sich von nun an gegen das Volk Gottes Israel, und daran hat sich auch bis heute nichts geändert, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Konflikt im Nahen Osten, speziell in Israel und Jerusalem, ist also nicht nur ein Familienduell zwischen den Söhnen Abrahams, sondern auch ein Konflikt zwischen zwei Büchern, nämlich zwischen den Worten Gottes der Bibel und den Worten Allahs im Koran. Und es gibt nur ein wahres Buch Gottes, das durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, und das war, ist und bleibt die Bibel. Versteht ihr das Konzept, dass der Name, den wir tragen, Autorität beinhaltet? Letzten Endes müssten wir den Namen Gottes tragen, der über unserem Namen steht und uns die Autorität auf der Erde verleiht. Daher gibt es auch keine Autorität außerhalb der Autorität Gottes. Und jede Autorität, die sich selbst einsetzt, ohne dass sie von Jahwe eingesetzt ist, wird fallen. Heute ist die spirituelle Autorität durch das hier symbolisiert, den Tempelberg. Aber wenn ihr euch wundert, warum der Tempelberg so begehrt ist, warum sie das hier so sehr haben wollen, ist, weil das eigentliche Erbteil, der eigentliche Same ist. Das hier ist das eigentliche Erbe von Jakob und Esau, von Isaak und Ismael. Das ist die Stelle, wo Abraham hinging, um Isaak zu opfern. Aber im Koran heißt es, dass Abraham dahin ging, um Ismael zu opfern. Und deshalb ist das so entscheidend. Deshalb kämpfen sie um diese Stelle. Das hier ist das Erbteil des Erstgeborenen. Es ist nicht einfach ein Stück Land. Es ist das Stück Land ihres Vaters, Abraham. Ich weiß, es fällt uns schwer und es will nicht in unseren Kopf hinein, dass die Araber, die Palästinenser, Esau, wenn ihr so wollt, Isaak und Ismael, sie alle haben dieselbe Person zum Vater. Es ist ein Familienkrieg, wie ich eingangs sagte. Und mal ehrlich, wie viele Familienkriege haben wir allein hier in dieser Gemeinde? In euch steckt mehr Israel, als ihr denkt. Seht her, Palästina kommt aus einem Wurzelwort in Arabisch. Es wird in Arabisch buchstäblich wie folgt ausgesprochen: Philistin. Daher haben wir das Wort Philister. Das sind die eigentlichen Philister. Leute, das ist David gegen Goliath. Das ist die ganze Prophetie. Es ist David gegen Goliath. Es ist nicht Amerika, okay? Es gibt kein Amerika in der Bibel. Biblisch betrachtet oder biblisch ausgedrückt ist es David gegen Goliath. Wobei der 1 Vers 10 wegen der Gewalttat gegen deinen Bruder Jakob, und Gewalt in Hebräisch heißt Hamas. Das ist die Bedeutung des hebräischen Wortes Hamas. Es bedeutet buchstäblich Gewalt. Und welche Gruppe dominiert den Gazastreifen? Die regierende Einheit im Gazastreifen ist die Hamas. Das sind die gewalttätigen Leute. Hör zu, es ist nicht so, dass es eine politische Regierung gibt und nebenher gibt es noch eine Terrororganisation im Gaza, die im Untergrund agiert. Nein, die Regierung von Gaza ist die Terrorgruppe Hamas. Versteht ihr das?
Es gehen eine Menge Dinge vor sich hinter den Kulissen, meine Lieben. Und das ist Prophetie in Erfüllung. Es geschehen Dinge in der Politik im Geheimen, die wir nicht in den Nachrichten sehen. Dann gibt es Dinge, die wir in den Nachrichten sehen, aber falsch interpretieren, weil wir nicht den kulturellen Hintergrund kennen. Eine kurze Rückschau. Isaac, Jakob sind die jüdisch-christlichen Nationen. Ismael wurde zu den heutigen arabischen Nationen im gesamten Nahen Osten. Esau wurde zum Volk der Edomiter oder der Philister, die es heute noch gibt. Die Wurzel dieses Konfliktes im Nahen Osten geht also zurück auf Abraham und die Brüder Isaac und Ismael sowie auf die Brüder Jakob und Esau. Ismael und Esau haben das Erstgeburtsrecht verloren und versuchen es mit Hilfe des Islam zurückzugewinnen, doch Gott wird sein Versprechen halten, dass er Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat. Auch Kain war der erstgeborene Sohn, doch was tat er? Er tötete seinen Bruder Abel, weil Gott nur die Anbetung von Abel anschaute, aber nicht die Anbetung von Kain, der durch die Tötung seines Bruders Abel glaubte, das Erstgeburtsrecht zurückzubekommen. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Viele radikale Muslime opfern ihre Söhne, die sich wiederum für Allah in die Luft sprengen, während wir als Christen einen anderen Gott haben, der genau das Gegenteil tat, indem Gott seinen Sohn für uns opferte und damit die Ketten des Satans in die Luft sprengte. In Johannes 3, Vers 16 heißt es: Denn so sehr hat unser Gott Jahwe die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es reicht also nicht aus, einfach an Gott zu glauben, um gerettet zu werden, denn man muss an den wahren Gott glauben und an seinen Sohn Jesus Christus. Allah hingegen hat keinen Sohn, weswegen er auch nicht der himmlische Vater sein kann, zu dem Jesus gebetet hat. Im Koran heißt es in Sure 6, Vers 101, in Sure 9, Vers 30 und in Sure 19, Vers 88, Der Schöpfer der Himmel und der Erde, also Allah, woher sollte er ein Kind haben, wo er keine Gefährten hat? Und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn, Allahs Fluch über sie. Sie sagen, der Allerbarmer hat sich einen Sohn genommen. Wahrhaftig, ihr habt da etwas Ungeheuerliches begangen. Beinahe werden die Himmel zerreißen und die Erde auseinanderbersten, und beinahe werden die Berge in Trümmern zusammenstürzen, weil sie dem Allerbarmer einen Sohn zugeschrieben haben. Zum einen sehen wir also, dass es laut Koran einer Katastrophe gleichkommt, wenn man behauptet, dass Allah einen Sohn hat und Allah sogar diejenigen verflucht, die glauben, dass Jesus der Sohn Allahs sei, also uns Christen, weil man im Koran davon ausgeht, dass Gott eine Gefährtin braucht, um einen Sohn zu zeugen, was auch laut Bibel natürlich absoluter Quatsch ist. In Johannes 1, Vers 12 heißt es nämlich, dass auch alle, die Jesus aufnahmen, das Anrecht gegeben wurde, Kinder Gottes zu werden. Doch wie sieht es im Islam aus? Sind Muslime laut Islam Kinder Gottes? Nein, denn Mohammed sagte Folgendes. Ich hörte den Propheten, also Mohammed, sagen, übertreibt nicht, mich zu loben, wie die Christen den Sohn der Maria lobten, denn ich bin nur ein Sklave. Nennt mich den Sklaven Allahs. Das ist einer der vielen Unterschiede zwischen Islam und Bibel, denn während wir Christen keine Sklaven Jahwes sind, sondern Kinder des allmächtigen Gottes, so sind Muslime Sklaven Allahs, so wie ihr Vorbild Mohammed ein Sklave Allahs war. Doch in Römer 8 heißt es ab Vers 14, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Denn weil wir Christen Kinder Gottes sind, nennen wir unseren Gott auch Vater, so wie Jesus zum himmlischen Vater betete, weswegen wir auch zum Beispiel das Vater unser beten. Doch Allah ist kein Vater. Weder ist er der Vater von Jesus, noch ist er der Vater der Muslime. Und genau das ist es, was Ismael gefehlt hat, nachdem er von Abraham verstoßen wurde, nämlich die Liebe seines Vaters auf Erden, während auch den Muslimen die Liebe des himmlischen Vaters verwehrt wird, weil sie nicht an den Sohn Gottes glauben
und somit auch keine Verbindung zum himmlischen Vater haben, denn Jesus sagte, dass niemand zum himmlischen Vater kommt, außer allein durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet, denn wer den Sohn Gottes leugnet, der hat auch den Vater nicht, wer aber den Sohn Gottes bekennt, der hat auch den Vater. Durch den Sohn Gottes, Jesus Christus und sein Evangelium haben Ismael und Esau bzw. die Muslime wieder Anrecht am Bund und Erbe Gottes, weswegen sie als Gottes Nachahmer geliebte Kinder werden, geliebt durch den Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus. Im 1. Johannesbrief heißt es in Kapitel 3 ab Vers 1 und in Kapitel 5 ab Vers 2, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn, den himmlischen Vater, nicht erkannt hat. Darin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und wenn ihr, liebe Muslime, also einige Christen dafür kritisiert, dass sie heidnische Feste wie Ostern und Weihnachten feiern oder Schweinefleisch essen, was Gott laut Bibel ja verboten hat zu tun, dann habt ihr damit natürlich absolut recht, denn auch ich kritisiere diese gesetzlose Lehre im Christentum, aber das ewige Leben erhalten wir nicht durch das Halten der Gebote Gottes, sondern durch den Glauben an das Evangelium seines Sohnes Jesus Christus. Liebe Muslime, lasst uns zusammen einen Blick in die Vergangenheit werfen, bevor wir danach gemeinsam in die Zukunft schauen, denn was einst unter König Salomo und unter König Josaphat in Israel geschah, wird im Königreich Gottes auf Erden wieder geschehen. Im 2. Buch der Chroniken, Kapitel 9, Vers 14 und in Kapitel 17, Vers 11 heißt es, es brachten auch alle Könige von Arabien Gold und Silber zu Salomo. Und man brachte Josaphat Geschenke von den Philistern, von den Palästinensern. Und die Araber brachten ihm Kleinvieh, 7700 Widder und 7700 Böcke. Was heute unvorstellbar ist, nämlich dass Araber und Philister, also die Palästinenser, die Nachkommen von Ismael und Esau, dem König Israels, Geschenke bringen, war damals möglich und wird in Zukunft auch wieder der Fall sein, wie wir noch sehen werden. Schauen wir uns zunächst einmal die Beerdigung von Abraham an, an der nicht nur sein Sohn Isaak teilgenommen hat. Denn im 1. Buch Mose, Kapitel 25, ab Vers 7 heißt es, dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und lebenssatt und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne, Isaak und Ismael, begruben ihn. Doch was war mit Jakob und Esau? In Genesis 27, Vers 41 lesen wir, dass Esau seinen Bruder Jakob eines Tages umbringen wollte. Doch schauen wir uns auch das Ende der Geschichte an. In Kapitel 33 ab Vers 1 wird Folgendes berichtet. Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Er selbst aber, nämlich Jakob, ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und genau das wünsche ich mir von ganzem Herzen für die Zukunft, nämlich dass Isaak und Ismael, sowie Jakob und Esau, Hand in Hand gehen, Seite an Seite und gemeinsam dem wahren Gott folgen, nämlich dem himmlischen Vater, der die Familie Abrahams vereinen kann durch seinen Sohn Jesus Christus. Allah is not the true and living God. What happened to Muhammad? Muhammad just died suddenly. But I know a man named Yeshua, who died, and in 3 days he rose, and he went to the Father with all power in his hand. Now he's sitting on the right-hand side of his daddy, Adonai. And I know he's coming real soon. And that great trumpet and that great shofar is going to blow, and then all the world's going to know. I don't care who you are, if you Muhammad, I don't care if you Mike Tyson, I don't care if you in Hollywood. When that great shofar, you are going to get on your knees and worship the true King of Kings, the true Lord of Lords. This mouth with every breath I got will proclaim Yeshua is Lord. And the world will know he's going to use the bloodline he's put me in to help restore Ishmael back to his brother. Isaiah, he is going to restore that breach. And Ishmael is coming home. He's coming home to the Father.
Liebe Muslime, vielleicht bin ich für euch nur ein Kafir, ein Ungläubiger, der eurer Meinung nach in der Hölle landen wird, aber für mich seid ihr Menschen, die wie jeder andere Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Und so wie ich jedem Menschen nur das Beste wünsche, so wünsche ich auch euch nur das Beste. Und das Beste, das euch passieren kann, ist, den wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen, damit auch ihr das ewige Leben ergreift. Sich für Allah in die Luft zu sprengen, ist keine Abkürzung ins Paradies. Wie radikale Muslime euch weismachen wollen, die sich selbst nicht trauen, sich in die Luft zu sprengen, weil sie ihren Hass auf Juden und Christen durch euch ausleben wollen. Ich bete für euch, liebe Muslime, dass ihr den Islam hinterfragt, wie es viele Muslime bereits getan haben und sogar ihre Familie für den Glauben an den wahren Gott verlassen mussten. Doch ihr Lohn wird groß sein im Himmel. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Werfen wir nun einen Blick in die Zukunft, nämlich wenn Jesus Christus zurückkehren und das Königreich Gottes auf Erden aufbauen wird. Wir haben am Anfang des Videos gelesen, dass Ismael 12 Fürsten zeugte, aus denen die arabischen Völker entstanden sind. Laut 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 13, war der Erstgeborene Ismaels Nebajot und der Zweitgeborene hieß Kedar. Schauen wir mal, was diese arabischen Völker im Königreich des Messias tun werden. In Jesaja 60 wird ab Vers 3 folgendes prophezeit. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Alle Schafe von Kedar, dem zweiten Sohn Ismaels, werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajot, dem ersten Sohn Ismaels, werden dir zu Diensten stehen. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich statt des Herrn nennen, Zion, des heiligen Israels. Ismael und Israel trennt zwar nur ein Buchstabe, doch eigentlich ist es der Islam, der euch vom wahren Gott und seinem Sohn getrennt hat. Darum bete ich für euch, liebe Muslime, dass ihr die Wahrheit erkennt, denn die Wahrheit wird euch mit Gottes Hilfe vom Islam befreien, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht durch den Sohn Gottes, Yeshua HaMashiach, Isa al-Masih, Jesus Christus. Amen. Es ist gerade Krieg im Land Israel und zugleich in seinem Volk Israel weltweit, wo der Feind, die Hamas, versucht uns wieder zu zerstören. Und wir wissen noch nicht mal, wer wir sind. Und wir können nirgendwohin flüchten. Und wie gewinnt man Kriege in Israel? Da gibt es nur einen Weg. Meine Bibel sagt es. Gott hat es sehr deutlich und sehr klar gesagt. Wenn du dich demütigst und umkehrst und zu meinem Bund zurückkehrst und meine Tora hältst, gewinnst du jeden Kampf. Ich werde bei dir sein. Wir haben es gerade heute gelesen. 5. Mose Kapitel 3. Wenn du mein Wort nicht hältst, wirst du auf dich allein gestellt sein. Du wirst Sklave in deinem eigenen Volk sein. Meine Lieben, wacht auf. Wir sind im Begriff, Sklaven in unserer eigenen Nation zu werden. Das Wasser um uns her wird immer heißer und wie der Frosch merken wir es erst, wenn es längst zu spät ist. Und ich schließe mit der bekanntesten Stelle, wo es heißt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und betet und sie umkehren von ihren bösen Wegen, dann, hört ihr, es heißt dann, will ich es vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Und in diesem Zusammenhang geht es um sein Volk Israel, das in seinen Bund zurückkehrt. Wir sind in diesen Tagen, wo wir nicht nur für das jüdische Volk beten, für das heutige moderne Israel, sondern auch für die, die sich angeschlossen haben an den Wurzelstock Isais, die Israel genannt werden, gemäß der geistlichen DNA, die eingepfropft wurden im Baum. Wenn wir nicht in den Bund zurückkehren und biblische Dinge auf biblische Weise tun, uns gegenseitig lieben in der Art und Weise, wie Gott es möchte und seinen Charakter widerspiegeln, haben wir keine Chance zu überleben, auch nicht in unserem eigenen Land.
Beten wir. Vater, ich bitte dich, vergib uns. Vergib uns, dass wir so blind waren. So viele Jahrzehnte lang, so viele Jahrhunderte lang. Mose und seine Gebote sind an jedem Gerichtsgebäude Amerikas vorne zu sehen. Wir jedoch haben sie entfernt aus unseren Systemen. Dieses Land wurde auf den Prinzipien deines Wortes gegründet, vor allem auf den vorderen Teil. Und heute verunglimpfen wir dich von unseren Kanzeln aus, überall, ohne es zu wissen. Das, was Paulus in Römer 3, Vers 31 aufrichtet, ist genau das, was wir zerstören. Wir lassen es nicht zu. Vater, ich weiß nicht, wie wir es anstellen sollen, doch ich möchte ausrufen, dass diese Gruppe hier in einem Bund mit dir sein möchte und das von ganzem Herzen. Wir wollen in Einklang mit dir sein. Wir möchten nicht nur in diesem Auto sitzen und an Jeschua glauben. Wir möchten, dass die Spur ausgerichtet ist und dass unser Motor läuft. Es ist ein Rennen. Vater, ich bitte, dass du den Geist deines Volkes aufwächst. Sie müssen nicht alles verstehen und auch nicht mit allem einverstanden sein, aber in ihrem Geist müssen sie sehen, dass Esau kommt, dass Ishmael hier ist und dass der Kampf bevorsteht und wir sind nackt und unbewaffnet. Und die einzige Waffe, die ich aus deinem Wort kenne, ist das Schwert des Geistes und die Wahrheit, die uns umgürtet. Ja, wie ich bete, dass du dein Wort wieder in dein Volk hineinlegst und dass es sich demütigt und sich von allen menschlichen Traditionen und Lehren löst und wieder hineinkommt in deinen Segen. Und dass die nächste Generation, die Warum-Generation, nicht mehr warum fragt, sondern dass sie einfach nur gehorsam ist und mächtig wird wie die Joshua-Generation. Vater, wenn wir in der Endzeit sind und du dein Volk ausrüstest, so rüste uns gut aus, denn wir unterordnen uns dir. Wir danken dir für die Möglichkeit, überhaupt in deiner Armee zu sein. In Jeschuas Namen. Und jedermann sagte Amen. Halleluja. Möge der Herr euch segnen und behüten. Möge sein Angesicht über euch leuchten und möge er euch gnädig sein. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Shalom.